Martin und seine vier Mitstreiter achten diese Woche auf jedes Detail. Und wehe dem, der die Erwartung ans perfekte Fest enttäuscht. Weihnachten, Salzburger Land. Ja, da erwarte man natürlich regionale Produkte ein bisschen. Ja, was sagst du? Finde ich auch. Also winterliche Gerichte, eher wahrscheinlich eher ein bisschen deftiger. Natürlich Schmorgerichte, Blaukraut und so weiter. Aber ich mag ja total gern ganz untypische Sachen und einfach mal ein bisschen überraschen lassen. Ich glaube, das wird tatsächlich auch so kommen. Doch bevor es richtig zur Sache geht, lernt sich die Runde erst mal kennen. Hallo, grüß euch. Servus. Hallo. Servus. Servus. Herzlich willkommen da. Max, freut mich. Andrea, freut mich. Freut mich. Servus Max, ich bin der Willi. Servus Willi, grüß dich. Raimund. Andrea. Raimund, grüß dich. Servus Willi. Sehr schön. Wie gefällt euch das Ganze? Sehr schön eingerichtet. Sehr modern, neu, schön. Mhm. Also für mich ist jetzt Weihnachten ist immer nach Geschmackssache. Jeder kann das machen. Wir haben jetzt auch nicht extrem viel Kitsch, aber ein bisschen mehr Weihnachtsdeko wäre natürlich netter gewesen, ja. Es ist halt ein Hotel, aber es ist jetzt, Weihnachtsstimmung kommt noch nicht ganz so auf bei der Dekoration. Ja, es ist etwas zurückhaltender. Ganz anders als unser Gastgeber. Hi, grüß euch. Servus. Schön, dass du da seid. Bin der Martin, bin der Gastgeber. Dankeschön. Meine rechte Hand, die Angie, die darf euch auch ein bisschen mitbegleiten. Danke, Martin. Danke. Immer gern. Danke. Ein bayerisches Bier da an der Grenze. Danke. Auf der ersten Seite findet ihr unser Weihnachtsmenü. Dreigang. Und hinterbei auf der Karte seht ihr unsere ganz normale à la carte Karte. Da dürft ihr wählen, was ihr möchtet. Und dann verwöhnen wir euch kulinarisch. Super. Danke. Vielen Dank. Dankeschön. Draußen ist zwar schon kalt, aber heute werden wir kulinarisch einhorzen. Womit, das verrät ein Blick auf die Karte. Die weiß durchaus zu gefallen. Die Speisekarten passt zum Lokal, es ist alles sehr hochwertig. Ja, es gibt schon ein paar weihnachtliche Gerichte drauf. Ich glaube, ich finde mir was. Ja. Also es ist ein schönes Weihnachtsmenü da, von 3 oder 5 Gang. Es muss jetzt keine rein nur für Weihnachten sein, weil Weihnachten ist eine kurze Zeit. Und Winterkarte ist absolut in Ordnung. Wie der Martin sich gibt, modern, jung und auch die Speisekarte, glaube ich, dass wir heute ein etwas anderes Weihnachtsfest feiern werden gemeinsam, wo ich mich sehr darauf freue. Ein bisschen weg von der Tradition und mal was Junges, Modernes. Aber man hat auch gleich mal Erwartungshaltung beim Gast geschürt. Ne? Also wenn da das Fleisch mal irgendwie zäh ist, irgendwas, dann kriegst du aber gleich einen um die Ohren. Sous-Chef Justin ist Hobbytischler und zimmert jetzt die Vorspeisen für uns. Servus. Servus, hallo. Servus, Max. Servus, hallo. Justin. Freut mich. Servus. So, wir kochen heute Blutwurst-Angelotte mit einer Bouillabaisse. Die Blutwurst ist die Füllung von der Angelotte. So, Angelotti heißen die, glaube ich. Gell? Das ist auch wirklich eine gefüllte Teigtasche. Schaut ein bisschen aus wie ein Bonbon, an den Seiten so zugedreht. Schön. Dazu gibt es ein Bouillabaisse-Schwämmchen mit ein bisschen Apfelschatten, Creme. Und ja, jetzt starten wir mal los. Womit wird das Suppengrün gewürzt? Ja, Anis ist drinnen, ja, wegen dem Anis-Geschmack natürlich Fenchel, ganz wichtig. Lolibra, also Kräuterwermut. Und dann haben wir nur ein Pernod. Anis-Schnaps. Ja, da ist zumindest schon mal Weihnachten mit Sternenis etc. drin, ne? Also, ist eine Mischung aus einem sehr klassischen Ansatz, aber eben auch mit weihnachtlichen Gewürzen, die wir in unserer Welt auf jeden Fall uns ein bisschen erwarten. Das angeröstete Gemüse füllt Justin mit Gemüseform auf. Dann kommen die Fischkarkassen rein. Die haben wir jetzt schon vorgeröstet im Ofen. Ja. Wir nehmen heimische Fische nur her, also nichts, was eigentlich vom Meer ist. Das sind jetzt Saiblinge, weil wir haben einen Saibling auf der Karte. Ja, schönes Gericht. Alles super Produkte, frische Produkte, also top. Alles aus der Umgebung. Das lassen wir jetzt für eine Stunde, anderthalb Stunden köcheln. Das habe ich natürlich schon vorbereitet. Kriegt fertig und easy. Ja. Dann können wir eigentlich schon übergehen zu den Blutwurst-Angelotte. Da machen wir uns eine schnelle Füllung. Dann haben wir eben einmal Butter, Zwiebel und Knoblauch. Ach, das finde ich geil, die Füllung sehen wir jetzt auch. Blutwurst, Petersilie und ein bisschen Eigelb für die Standfestigkeit von der Fülle. Ein bisschen Dijon-Senf. Ein paar Zitronenzesten. Ja. Das ist wirklich klasse. Also Eckdaten von der Blutwurstmasse finde ich sehr gut. Die Masse verteilt Justin auf dem schon vorbereiteten Spinat-Nudelteig. Ja. Das sind quasi 100 Gramm Spinat, 2 Eier und 300 Gramm Semola. Okay. Mit Olivenöl und Salz.
Schöne Farbe. Justin ist meiner Meinung nach, das, was ich bis jetzt gesehen habe, ein sehr professioneller, gut ausgebildeter Koch, sympathischer Kerl. Also ich freue mich auf mehr. Ja, ich finde das jetzt wirklich klasse. Ne? Also auch hier wieder sehr innovativ gedacht, super schön überlegt. Boah, bin ich jetzt gespannt. Ey. Martin und Restaurantleiterin Angie sind mit den Vorspeisen parat. Also optisch top. Ja. Sehr schön. Sehr schön angerichtet. Sehr, sehr schön. Ja. Sehr schönes Bild, ja. Das fängt schon gut an. Max bekommt das handgeschnittene Beef Tartar mit Hausmarinade, Hollandaise und Senfkörnern. Man merkt, dass der Koch mit sehr viel Liebe das Fleisch geschnitten hat. Das ist sehr fein, sehr zart, handgeschnitten. Man schmeckt das Fleisch, auch die hohe Qualität. Wichtig für mich ist, dass die Hausmarinade auch nicht die Qualität des Fleisches übertüncht. Und hier in dem Fall Kombination perfekt abgeschmeckt und nicht zu viel Salz, nicht zu viel Pfeffer. Alles auf den Punkt, sehr, sehr gut. Beef Tartar kennt man mit Ei, mit Kapern, Zwiebeln. Also ich kann mir gut vorstellen, dass das Ei und die Kapern auch in der Hausmarinade drinnen waren. Also der Geschmack war ein runder Geschmack. Also Leute, eins muss uns auch klar sein. Ne? Weihnachten heißt nicht, dass jedes Gericht irgendwie Zimt und sonst was beinhalten muss. Ne? Das braucht auch schon in so einer Menügeschichte auch ein paar neutralere Gerichte. Und ein Beef Tartar tatsächlich ganzjährig und auch zu Weihnachten. Ganzjährig lecker ist bestimmt auch Raimunds gefüllte Pasta mit Blutwurst und Fischbouillon. Oder? Sieht auf jeden Fall gut aus. Die Ravioli sind sehr gut, also sehr guter Nudelteig, schön dünn. Die Soße schmeckt sehr gut, mit der Süße von den Zwiebeln dabei, auch der Lauch, der geflammte, ist sehr gut. Na, es war eigentlich schon so, wie wir das Gericht vorgestellt haben. Also Fischbouillon war gut, hat auch wirklich gut geschmeckt. Aber? Was mich ein bisschen, oder die Blutwurst hätten wir vielleicht ein bisschen mehr würzen können und es hätte ein bisschen mehr gefüllt werden können. Hinten nach hat man sehr viel Nudelteig, der einfach dick ist, einfach hart ist, weil es einfach nur Nudelteig ist, ohne irgendwas drinnen. Weil so geht es einfach mit der Fischbouillon und so weiter ein bisschen unter. Das ist so einfach ein typisches Wintergericht, was man auch zu Weihnachten gut essen kann. Es sind ein paar kleine Fehler drinnen, aber es ist ein sehr gutes Gericht, was man Spaß macht. So typisch ist das nicht. Das ist sehr besonders, es ist hervorzuheben, handwerklich. Fehler finde ich auch fast zu hart, das Wort. Gehe ich auch nicht ganz mit. Aber man spürt, da ist Niveau in dieser Runde, wenn das so weitergeht. Also wenn da jetzt schon großartig Fehler gefunden werden, bin ich mal gespannt. Und wir sind jetzt gespannt, ob Mikes Ochsenschwanz-Ravioli auch bei Andrea so gut ankommen. Also? Also das Fleisch hier, das gebückelt ist. Gebückelt heißt ja mit verschiedenen Gewürzen. Gewürzen ist Salz und das Bückelsalz, was dann für einigen Tagen darauf eingelegt wird und dann eben geronert oder gedämpft wird. Es ist fein aufgeschnitten. Geschmacklich ist es vom Salzgehalt sehr gut abgeschmeckt. Also bei der Zunge finde ich wichtig, eben, dass sie schon eine starke Struktur hat. Und wenn man sie eben sehr fein aufschneidet, finde ich die einfach super zum Essen. Also ich habe hier den Raviolo mit Ochsenschlepp, was sehr gut gewürzt ist. Es ist selbstgemacht auf alle Fälle. Und es war fein, es war sehr dünn, aber er hat einen Biss gehabt. Und das ist für mich ein perfekter Raviolo gewesen. Schön. Obendrauf haben wir die Panko-Brösel in Butter mit Schnittlauch, dass man ein bisschen einen Crunch hat, was ich sehr angenehm finde. Der Ochsenschlepp ist super abgeschmeckt, die Soße dazu, Kräuterseitlinge. Also ich habe nichts zu bemängeln. Ja, toll. Wow. Also mir ging es bei dem Gericht ja genau wie Andrea. Ganz, ganz großes Kino. Damit zu Willi und seinem gebeizten Saibling an Kürbiscreme, Ingwer-Eis und Sanddorn. Ja, ich finde es einmal wirklich toll angerichtet. Also das ist Haubenniveau, muss ich ehrlich sagen. Wir haben die Komponenten, natürlich der gebeizte Saibling, das ist die Hauptrolle. Kein Schnickschnack, also Zucker, Salz, so ist er beizt, das ist okay. Das war leger, einfach gewürzt und das hat das Ganze eigentlich mit guten Komponenten dann abgerundet. Der Saibling muss topfrisch sein und dann passt es und das haben sie ganz gut gebracht.
Das geht auch wirklich zu Weihnachten immer. Wirklich, das muss man sagen. Nicht einfach immer nur Gravetlachs oder Räucherlachs, sondern einen gebeizten Saibling. Ne? Typisch für die Region. Absolut richtig, was der Willi sagt. Der Kürbis, Konsistenz ist super von der Creme. Die einzige Kritik, die ich sagen muss, es ist Essig drinnen. Meine subjektive Meinung, hätte man den ein bisschen reduzieren sollen. Ja, ich bin draufgekommen, es war essiglastig. Es dürfte aber der Sand dann gewesen sein. Ich habe es leicht übertrieben gefunden. Habe ich ein bisschen schade gefunden, sonst wäre das wirklich 10 Punkte gewesen für mich. Also bei Sanddorn muss ich ein bisschen schmunzeln, weil das kenne ich so ein bisschen, die Beschreibung, die Zitrone des Nordens oder Seedorn auch gerne genannt. Unglaublich schöne Säure hat, einen ganz hohen Vitamin C-Gehalt und ist eigentlich eine Beere am Strauch. Ne? Und ja, das wird der Willi dann erwischt haben. Ist Martin auf dem richtigen Weg? Diese Frage können nur seine Gäste beantworten. So, hallo. Wie haben euch die Vorspeisen geschmeckt? War alles gut? Es war alles sehr, sehr gut und Tendenz jetzt gerade 9 Punkte. Danke, freut mich. Gerne. Bei mir ist die Tendenz zurzeit 8 Punkte. 8 Punkte, danke sehr. Okay, ein bisschen kritischer, hat auch sich zu geäußert. Sehr gut, Martin. Ja? Das war sehr gut und für mich 9 Punkte. Danke sehr, freut mich. Willi, was sagst du? 10 Punkte ist ganz hoch, aber 8 ist bei mir auch wirklich gut. Ist auch schon hoch. Ja. Freut mich trotzdem, danke. 10 Punkte gibt's bei denen, aber es ist wie der Vater bei mir zu Hause. Nicht schimpfen ist Lob genug. Und so, glaube ich, ist es auch beim Willi. Aber er meint's gut. Und 34 Punkte ist gut. Wir gehen in die richtige Richtung, würde ich behaupten. Ja, ich finde das auch. Das ist auch eine gute Einstellung. Bleibt dabei, motiviert das Team, ab geht's, Hauptgangrunde. Das ist ein richtig guter Start. Auch Sous-Chef Christian haben wir ja schon kennengelernt. Was genau. Machen wir heute? Wir machen heute im Hauptgang ein großer gebratenes Reh mit einer Nusskruste, einer Selleriecreme und Wirsing. Und ich darf jetzt einfach gleich mal mit euch anfangen, den Rehschlügel zu legen. Den haben wir heute ganz frisch aus St. Georgen gekriegt, von unserem Jäger. Legen wir eigentlich Wert drauf. Ja, Reh vom Jäger, das gefällt mir eigentlich einmal. Das muss ich ehrlich sagen. Und, ja, eigentlich geht es nicht besser. Ja, also er hat das beste Stückel vom Reh. Hat, und heißt Schlügel? Auf Österreichisch sagen wir. Schlügel, ja. Schlügel. Ja, wie sagen die Deutschen? Der Arsch. Der Arsch, verstehen Sie das? Das Hinterteil. Ne? Es ist die Keule. So könnte man das charmant sagen. Aus den Karüren, genauso wie aus den Knochen, den hacken wir nachher noch. Machen wir ein Schü, unsere Wulzsauce. Mhm. Ich werde jetzt das fertig zuputzen. Und in der Zwischenzeit macht der Justin die Beilagen, eine Selleriecreme. Und ich darf euch sonst rüberbitten zu ihm. Ja, danke dir. Der Christian mag uns nicht. Liegt nicht an euch, ist mein Lampenfieber. Justin hat inzwischen Sellerie mit Lorbeer in Wasser gekocht und mit Butter vermischt. Ich gebe da jetzt noch ein wenig an Frischkäse rein. Ein wenig weiße Schokolade für ein bisschen aus Süße. Und weil es auch sehr gut zum Ah, wirklich? Das habe ich noch nie gesehen. Cool. Ja. Dann noch ein wenig Salz. Bin ich aber sehr gespannt. Und die weiße Schokolade eben, das mit dieser Süße und mit Reh, Wild generell passt das ganz gut zusammen. Also ich finde es eine coole Idee. Ich habe es so noch nicht gesehen. Ja. Und ja. Ich bin gespannt. Ja. Bis der Mandela schmeckt. Ja. Aber auch nur ein Hauch. Gell? Das ist ja wenig auf die Menge. Ne? Nicht übertreiben und nicht erwarten, dich es jetzt ein weißes Schokoladen-Sellerie-Mousse. Ne? Jetzt zeigt uns der 27-Jährige, wie gerösteter Wirsing geht. Dann grillen wir jetzt am Lauersteingrill, dass wir ein bisschen den Geschmack von unserem Lauersteingrill drauf haben. Mit unserem Wirsing. Ah, dann haust du dem Ganzen auf. Ja, dann schneide ich dann wieder runter. Okay. Scheibe für und das Scheibe. Machst du Schicht für Schicht. Schicht für Schicht. Und dann wieder nur fertig gerade im Ofen ganz kurz. Wir marinieren das dann alles mit ein bisschen am alten Balsamico und am Lauchöl, Salz und dann ist es ready. Ja, der Geschmack ist natürlich Kohl und Aromen von einem Brenner, von einem Grill schmeckt tatsächlich richtig gut. Also es ist wirklich cool. Willi sieht den Wirsing eher skeptisch. Also der, was das kriegt, das Gericht,
Da bin ich sehr gespannt, was der sagt. Ja. Also ich hätte schon gesehen, dass er ein bisschen dunkler schwarz war. Ja. Ja. Aber gut, er hat es definiert als ja, Geschmacksgeber. Ich habe es eher als verbrannt leicht gesehen. Mhm. Muss ich ehrlich sein. Ja, okay. Ist vielleicht ein bisschen zu dunkel geworden. Ne? Also da muss man dann sagen, dann kann natürlich aus diesem coolen Geschmack, den ich eigentlich auch so abgespeichert habe, schnell mal was wirklich Bitteres dann entstehen. Das hoffe ich jetzt dann nicht. Und jetzt Showtime. Martin serviert den Hauptgang. Erster Eindruck. Medium. Perfekt. Definitiv. Also vom Garpunkt her perfekt getroffen. Ich schau mal, wie es bei mir ausschaut. Fühlt sich zart an. Fühlt sich zart an. Nicht hundertprozentig getroffen jetzt wie bei dir, würde ich sagen. Wenn man es halt gern Medium isst und dann ist es halt fast durch, sage ich mal. Es war noch schön rosa, aber es war zu weit. Verändert sich natürlich der Geschmack schon. Für mich. Stimmt, leider. Hier nochmal in ganzer Pracht. Das Dry-Aged Rumpsteak für unseren Max, flankiert von Marktgemüse. Dry-Aged Rumpsteak. Medium habe ich bestellt und Medium habe ich auch bekommen. Ist immer noch schön rosa, perfekt Medium. Optimal getroffen. Man riecht und schmeckt auch das Dry-Agen. Die Feuchtigkeit wird aus dem Fleisch rausgezogen. Der Geschmack des Fleisches bleibt im Fleisch enthalten. Und so wird das Ganze intensiver. Der Fleischgeschmack, das ist der pure Fleischgeschmack. Und zum Fleisch her, Top-Qualität. Sie stehen für das Steak, für Fleisch. Und da haben sie wirklich eine sehr, sehr gute Leistung abgeliefert. Hier kommt Willis Lieferung, Kalbsleber mit hausgemachten Spaghettini, Radicchio und Balsamico. Die Kalbsleber ist sehr schön angerichtet, rosa gebraten, wie es möchte. Geschmacklich kann man diskutieren. Aha, und worüber? Ich bin eher der Würzige. Ich habe Salz, Pfeffer braucht ein bisschen, aber gut, das kann man ja machen. Ich würde mir vielleicht ein bisschen mehr Soße wünschen. Ein bisschen eine kräftigere Sauce dazu. Ich muss eindeutig sagen, ich bin eher der Klassiker. Apfel oder Bratäpfel würde auch super jetzt in die Weihnachtszeit passen. Im Prinzip ein gutes Gericht. Gewagt. Und auch gewonnen? Ja, wenn ich jetzt der Stille Nacht dazu spiele, dann ist es weihnachtlich und sonst nicht. Ja, komm, spiel mal Stille Nacht für Willi. Los, komm. Geiler Typ, der sagt wirklich, was er denkt. Ich finde, ich habe ja gesagt, es wirkt so kritisch, wenn er so anfängt. Ne? Das ist ja wohl ein hervorragend gearbeitetes Gericht. Ich glaube, da gibt es keine zwei Meinungen. Das sieht er auch und das meint er auch. Martin möchte jetzt noch hören, was die anderen meinen. So, wie hat es euch denn geschmeckt? War alles gut, hat alles gepasst? Wie man's nimmt. Andrea hat ja schon angemerkt, dass der Gargrad ihres Rinderfilets nicht 100% auf den Punkt ist. Martin, das Steak war ein bisschen zu viel durch. Das ist vielleicht ein bisschen zu lang klingen, ja. Wir haben schon gemerkt, noch im normalen Geschäft kann es auch mal passieren, sollte nicht. Aber ich hoffe, dass die Fleischqualität davon überzeugt hat. Absolut. Und im normalen Geschäft würden wir selbstverständlich auch als anbieten, Steak neu zu braten. Sollte nicht passieren, passiert leider. Tut uns wirklich leid. Also mir hat es leid getan um dieses Stück Fleisch. Ich finde, der Martin als Gastgeber reagiert perfekt. Also haben wir gesehen, ist zu weit, würden wir gern austauschen. Es wird sich sicher in die Bewertung mit einfließen lassen. Aber ich glaube, dass die Nervosität einfach da zu viel Einfluss auf uns genommen hat. Und ich weiß, wir kennen das besser normal. Ich hoffe, dass sie es versteht. Und dann passt es. Andreas eigener Schwerpunkt ist die Saisonalität. Marktgemüse jetzt in der Zeit ist jetzt nicht so. Also Zuckerschotten ist, glaube ich, von Juli, Juni, Juli, August. Also ich finde Sellerie, Karotten, Pilze, Lauch, das ist jetzt gerade diese Zeit. Und auch hier die Zwiebelschmelze. Also ich finde, die Zwiebeln sind zu wenig gegart. Mhm. Ich glaube, es ist relativ neutral vom Salzgehalt oder gar nicht. Ja, ich finde auch. Also
Ich mag Zwiebelschmelze, die muss einfach schon braun sein, leicht karamellig, gewürzt. Das macht für mich eine Schmelzzwiebel aus. Das ist ja absolut, dann können wir auf jeden Fall machen und werden wir uns sicher zu Herzen nehmen, glaube ich. Das machen wir sehr gerne. Das heißt enttäuscht? Nein, enttäuscht, das war halt, ich bin mir sicher, wenn ich hier nochmal herkomme, und das werde ich sicher machen, dass das ganz anders wird. Aber klar, wird sie das in den Punkten berücksichtigen. Zum Schluss schwenken wir noch zu Raimund rüber. Sprich dich aus, wie ist dein rosa Reh mit Röstwirsing? Also Fleisch, fangen wir mit dem Fleisch an, wirklich perfekt. Super Fleischqualität. Die Kruste, die Nusskruste war auch super gut. Es war ein bisschen Sternanis dabei, so weihnachtlich einfach für Wintergerichte. Oder bei Wild passt sehr gut dazu. Den Kritikpunkt, was ich habe, mir sind die Kirschen zu süß. Genau. Ja. Das ist, da fehlt mir dann ein bisschen die Säure und dadurch wird das ganze Gericht einfach ein bisschen zu süß. Ja. Also die Kirsche, dass das Gericht jetzt kaputt gemacht hat, ist vielleicht übertrieben, aber es hat schon ein bisschen wehgetan. Sonst wäre es wirklich sehr, sehr gut gewesen. Kann man so stehen lassen, oder Männer? Absolut gerechtfertigt. Es war fair, es war konstruktiv. Es war alles richtig, was wir bewertet haben und wir werden feine Punkte noch setzen, die Kirsche vielleicht weg da. Und beim Steak auf jeden Fall mehr aufpassen, dass die gar gerade passen. Ich würde die Kirsche nicht wegtun. Ich finde es super. Vielleicht den Tipp mit der Säure, vielleicht als Gegenpart, weil das verträgt jeder. Und dann, also das ist für mich ein tolles Gericht. Das würde ich nicht nur zu Weihnachten essen wollen. Jungköchin Betty bringt die Desserts auf den Weg. Hi, grüß dich. Hallo. Raimund. Hallo, Betty. Du machst die Desserts heute? Ja, genau. Ja. Ich mache normalerweise immer die Desserts da. Und heute gibt es Schokomousse mit Blaukrautmarmelade. Dazu gibt es einen Blaukrautsalat und ein Sauerrahmeis. Klingt interessant. Blaukraut im Dessert ist einmal was anderes. Also ich kenne weiße Schokolade und Fenchel, kenne ich. So habe ich noch nicht gegessen, aber ich bin gespannt drauf. Ich freue mich drauf. Mhm. Das ist wirklich mal auch für mich jetzt. Ich meine, ich weiß schon, man kann alles heutzutage machen. Aber das wäre aber auch so ein Dessert, wo ich mir denken würde. Den Rotkohlsalat macht Betty mit Salz und Zucker an. Und als für den Salat als Säure haben wir Zitrone und Orange statt Essig. Ja. Natürlich brauchen wir für einen Salat immer Öl dazu und dass das eine bessere Konsistenz hat. Was hast du für Öl? Rapsöl. Okay. Weil das neutral ist und das macht den Geschmack vom Blaukraut. Ja. Das hätte ich jetzt zum Beispiel anders gemacht. Also nur eine ganz Kleinigkeit habe ich dazu. Ich hätte da Nussöl genommen. Ich hätte wirklich so ein Haselnussöl oder ein Walnussöl genommen. Das wäre in meiner Welt so. Würde zur Orange passen. Oh. Dann zerdrücken wir das, dass das weich wird. Und dann ist unser Blaukrautsalat schon fertig. Okay. Dann kommt so zum Dessert einfach auf den Teller. Ja, genau. Ja? Spannend allemal, ne? Jetzt schmelzen wir dunkle Schokolade überm Wasserbad und schlagen über selbigem Eigelb und Zucker. Und dann wird das sofort wieder kalt geschlagen, damit sie die Sahne dann besser einrühren lässt und nicht grisselig wird. Ja. Ja, da macht sie auch alles richtig, ne? Da muss halt super flott sein. Also wirklich, macht sie nicht das erste Mal. Sehr gut. Die geschmolzene Schokolade ergibt zusammen mit geschlagener Sahne die Mousse. Dann tun wir das gleich noch in die Schokoformen rein. Da kommt als erstes unsere Blaukrautmarmelade rein. Die habe ich schon vorbereitet. Und da geben wir ungefähr einen Esslöffel in jede Form rein. Ist das nicht schön, wenn man sowas sieht? So ein Wegglas. Köche, die begeisternd Dinge vorproduzieren, selber machen, nicht irgendein gekauftes Glas. Super. Wie hast du wie gemacht? Ich habe das Blaukraut erst entsaftet. Dann habe ich den Saft mit einem 2:1 Zucker aufgekocht, dass das wie ein Gelee wird. Und dann noch mit Zitrone abgeschmeckt. Okay. Ich habe das Dessert bestellt, ja. Ich denke, dass es gut schmecken wird. Aber ich lasse mich überraschen, weil ich kenne es so gar nicht. Aber wird sicher gut. Und dann kommt es ins Kühlhaus und auf Nachtplatz dann geschickt. Okay, ja, dann bin ich schon sehr gespannt aufs Verkosten. Ja. Super. Ich glaube, dass hier auch ein schöner Wow-Effekt stattfinden wird, wenn man dann durch die Schokolade dann so durchbricht. Mit diesen Desserts möchte Martin punkten. Da wäre zunächst mal Max Bayerisch Creme mit Beerenröster und Sorbet. Was sind wir in Bayern? Also war es naheliegend. Schon Ewigkeit nicht mehr gegessen. Ich habe ein paar Kindheitserinnerungen. Die Creme an sich hat eine
sehr schöne Konsistenz. Milch, Schlagsahne, abgebunden mit Ei. Ich sehe frische Vanille. Sie schmeckt auch nach Vanille, ist nicht so süß. Und der Beerenröster als Topping macht das Ganze frisch. Und die waren auch etwas weihnachtlich-winterlich abgeschmeckt mit Zimt und Nelken. Und auch das Johannisbeer-Sorbet dazu, auch geschmacklich. Nicht zu süß, nicht zu sauer, war von der Konsistenz her ja, schöne Komponente zu der bayerischen Creme dazu. Na also bitte, erste Dessert ist sogar richtig weihnachtlich. Hm? So dürfte es gerne weitergehen. Raimund löffelt Kalebaut-Schokolade mit Blaukraut, Sauerrahm und Zimt. Dieses Mousse mit der Rotkrautmarmelade schmeckt sehr gut. Ist sehr cremig, geschmacklich gut ausbalanciert, nicht zu süß. Schmeckt auch weihnachtlich-winterlich. Zimt schmeckt man raus, Nelken schmeckt man raus, Sternanis. Es ist alles in der Marmelade drinnen. Es gibt auch Lebkuchen mit so Zwetschgenfüllung oder so. Und so hat es ein bisschen geschmeckt in die Richtung. Also wirklich weihnachtlich und gut. Ja, Rotkrautsalat, das ist halt sehr gewagt. Für mich ein bisschen zu gewagt. Marmelade ist ja gut, aber den Salat bräuchte ich jetzt nicht unbedingt am Dessert. Es hat mir einfach nicht gepasst. Also es hätte vielleicht blanchiert gehört, ein bisschen süßer oder irgendwie so, aber das war einfach richtig roh und nur mariniert und war nicht meins. War mir zu kreativ. Ein ungewöhnliches Dessert wie das wird sicherlich den Liebhaber finden, den einen oder anderen. Aber ich finde, man darf auch sagen, meins war es nicht. Also völlig in Ordnung, was der Raimund da sagt. Andrea gelüstet es nach hausgemachtem Eis auf Schokoerde. In den Geschmäckern Sauerrahm und Schokolade. Schokoeis ist sehr gut. Also ich denke, dass es auch selbst gemacht ist. Es ist sehr flüssig, perfekt. Weil ich finde, alles, was man selber macht und im Haus irgendwie selber produziert, eigentlich sehr löblich. Sauerrahm-Eis hat die Säure, genau das, was benötigt. Sauerrahm-Eis ist relativ easy zu machen. Perfekt. Also ich kann nicht mehr dazu sagen, ob jetzt ein Fisalis und eine Minze oben braucht. Das kann man bei mir weglassen, weil das brauche ich im Moment nicht. Aber sonst schmeckt das Eis sehr gut. Willis Dessert von Santas Gnaden, die Topfen-Nougat-Knödel mit Zwetschgen und Sauerrahm-Eis. Dieses Sauerrahm-Eis, du hast das ja auch gehabt, ein bisschen leichte Zitronat drinnen oder Zitrone halt. Ja. Das Sauerrahm-Eis war leider das Positivste am Dessert. Echt? Hab das super schön empfunden, serviert auch. Und das andere ist eben diskussionswürdig. Was ist passiert? Leider sieht man es nicht, aber es ist sehr, sehr fest und geht nahe an ein Fertigprodukt, möchte ich aber jetzt nicht sagen. Ich wollte da wirklich keinen beleidigen, aber es ist nahe an das herangekommen. Oh, er steht sogar auf. Heieieiei. Willi, was hast du mit? Ja, ich wollte es hinterfragen jetzt. Mir hat alles perfekt geschmeckt hier, war alles super. Ja. Die Topfenknödel selber, die sind mir zu hart. Richtig beim Reinstechen, das Flamme gefällt mir. Macht ihr das mit Midi-Pain, mit Weißbrot? Also Semmelbrösel sind drinnen. Also Semmelbrösel, ja. Aber keine selber gemachten Weißbrotbrösel. Ich hätte gemeint, es wäre mit Mehl gemacht. Das war sehr fein, das Ganze. Vielleicht hat er es übertrieben mit den Brösel wahrscheinlich. Komm, wir machen es eigentlich jedes Mal frisch. Also, es ist ein Topfen drinnen, es ist ein bisschen Ei drinnen. Das ist auf jeden Fall eine super Kritik, keine Frage. Werden wir auf jeden Fall mal ausprobieren. Und dann schauen wir, dass es fluffiger sind. Danke. Immer gern. Es ist eine berechtigte Kritik. Es ist so ein Topfen. Knödel lebt natürlich ein bisschen von seiner Flaumigkeit und auch ein bisschen dieses ja, zarte Durchstechen mit dem Löffel und Genießen. Wir werden auf alle Fälle Augenmerk draufsetzen. Heikels Personal ist ein Topfen-Nougat-Knödel. Ich würde es nehmen. Ich würde es nehmen. Wir nehmen jetzt mal die Rechnung unter die Lupe. So, jetzt haben wir 327,70 €. Für Essen haben wir 245 € und für unsere Getränke 82 €. Also der Preis ist angemessen. Preis-Leistungs-Verhältnis absolut in Ordnung. Ja. Weihnachten war heute so kurz vor dem ersten Advent, so Anfang Dezember.
Also ich glaube, dass die restliche Woche noch sehr spannend wird und dass wir da, glaube ich, noch interessante Konzepte kennenlernen werden. Ich finde, wir haben hier einen wirklichen Tisch mit Experten. Ich finde, das ist ein unglaubliches Niveau hier schon, was der Gastgeber mit seinem Team serviert hat. Die Kommentare sind quasi auch gewaltig. Das wird hier keine 40 Punkte oder sowas geben. Die sind kritisch. Na, waren Martin und seine Crew artig? Oh, 7 Punkte. Könnte es sein der Willi? Gute 7 Punkte. Noch eine 7. 7 Punkte. Ich hätte das durchgängig mit einer 8 gesehen und hier und da auf jeden Fall eine 9. 7 Punkte könnte der Raimund gewesen sein. 7 Punkte. Eine 8. Die 8 würde ich, glaube ich, der Andrea zurechnen. 8 Punkte. Max gibt eine 8. Dann kommt jetzt aber noch mal was Höheres, oder? Noch eine 7. Echt? 7 Punkte. Natürlich bin ich enttäuscht. Unser Ziel war ganz woanders, keine Frage nicht. Aber wie gesagt, es kommen noch 4 Tage. Mal schauen, was die anderen 4 machen. Alter, also insgesamt muss ich sagen, also ich habe niemals mit 3 mal 7 Punkten gerechnet, wirklich nicht. Also dass eine 8, eine 9, vielleicht sogar eine 10 fällt, da hätte ich drauf gewettet. Jetzt entwickelt sich aber hier der Wochenstart als strenge Weihnachten. Schöne Bescherung, Martins zum Ochsen holt 29 Punkte, weniger als er hofft. Bleibt abzuwarten, ob seine Kritiker so viel besser abschneiden. Mit diesen Leckereien bringt Max den Weihnachtsbaum zum Wackeln. Ho, ho, ho! Heute verteilt der Bastelwirt die kulinarischen Geschenke hier. Doch die Gäste fühlen sich so gar nicht beschenkt. Für mich ist ein Ticken zu wenig abgeschmeckt. Die Soße ist wirklich sehr salty, also da ist wirklich sehr viel Salz drin. Too much. Kriegt Max eins mit der Rute?